Kleinstein! Jetzt setze ich richtig und jetzt kann ich auch arbeiten. Aquaknarre, wiedersehen. Georock, wiedersehen. Das war zu viel des Guten. Das habe ich doch schon mal gehört. Du hast 10 blöde Intros in deinen, deinen Runden eingebunden und findest, meine Werbung wäre zu viel des Guten. Wollen wir dich noch nehmen? Ach, wir nehmen dich noch mit. Du besitzt einen Pokédex? Cool, ich möchte auch einen haben. Hast keinen von Professor Eich bekommen, oder was, du Loser? Pokémaniac. Das Witzige ist... Mal ganz intro... Das tut weh, weil Wasser gegen Wasser nicht... nicht effektiv ist. Ich kann nicht kaputt beißen, oder ich setze Pikachu ein. Ach komm, Pikachu. Doppelteam ist blockiert, es trifft mich total. Fick dich, verpiss dich. Ich erzähle meine Geschichte gleich, keine Sorge, ich möchte nicht wechseln. So, hast du noch einen Fleckmon vielleicht? Donnerblitz zu lernen. Ja, warum eigentlich nicht? Es ist schön, eine zweite Elektroattacke zu haben. Ruckzucki, Doppelteam, total für den Arsch, hau den Scheiß weg. Thank you. Ah, noch ein Fleckmon, na klar. So, dann zeig mal... Ach so, der Platz war blockiert. Und jetzt kann ich auch Donnerblitz nicht einsetzen, obwohl es eine neue Attacke ist. Na, logisch. Dass du mich vielleicht ficken spiel oder so. Du Aussetzer, du mich auch. Okay, jetzt kommt gleich meine Maniac-Geschichte. Ach, ich bin ja so neidisch. Und du hast 1000 Dollar abgedrückt, das ist gut. Also, Maniac. Pikachu, was sagst du dazu? Ja, entspann mal, Junge! Was war das denn gerade? Weil der neue Attacke gelernt hat, oder was? Auch cool. Ja, und auf jeden Fall... Ich komme nicht zu meiner Story. Damals... Vor einigen Jahren, wo so meine Wrestling-Fan-Hochzeit war... meine Wrestling-Fan-Hochzeit war... Oder fangen wir anders an. Wrestler geben sich ja gerne einen Spitznamen, ja? Zum Beispiel The Miz, The Hulk, nee, also irgendwas mit The vorne. Und mein Wrestling-Spitzname bei den ganzen Videospielen, PS3, von der die Wrestling-WWE-Videospiele und so, habe ich mich The Maniac genannt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, da war halt eine Auswahl, so eine Liste von Namen. Ich habe gedacht, Maniac, pff, kannst du eigentlich machen. Deswegen finde ich Pokémaniac immer, das hat so einen persönlichen Touch auch. Huch, komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nah. Pikachu hat gerade einen scheiß Donnerblitz gemacht, der deine scheiß Augen weggeschissen hat. Und du siehst nichts mehr. Kannst du mir erklären. Knuffenser. Shillock, ja, das wird total viel bringen, Wasser gegen eine Pflanze einzusetzen. Glutexo, bitte. Wickel deine Mutter ein und verpiss dich. Was auch immer gerade keine Wirkung hatte, egal. Novenza wurde besiegt. Shillock erhält EP. Glutexo erhält EP. Pipi. Ja, können wir eigentlich lassen. Ach komm, lass mal. Dann kratzen wir dich weg. Oh, der Duplexi. Ja, ist hier in Ordnung. 5-mal getroffen, logisch. Glut. Ja, das ist gar nicht mal so... Oh, meine Güte. Man kann aber auch echt nervig sein. Es war zu dunkel. Ich habe nichts gesehen. Deswegen konnte ich auch den Kampf manövrieren. Du besitzt Pokémon. Lass uns kämpfen. Also mehr als zweimal macht es meine Stimme nicht mit, aber... Genau, 4 Pokémon, logisch. Boah, warum willst du kleine Schlampe nicht einfach mal... Ne? Ach, dann nehme ich halt Shillock. Mir doch egal. Ich brauche Pikachu nicht. Außerdem ist mein Shillock 10 Level höher, das... Genau, das haut auch noch weg. Loni die Kritzau, Radfratz. Ist ein Gift-Pokémon? Übrigens habe ich vorhin, das war nicht in der Aufnahme, zum ersten Mal Radikal und ich glaube Nidorinas im hohen Gras kommt beim Leveln getroffen, aber das reinzuschneiden hat sich nicht gelohnt. Man hat es halt einmal gesehen und fertig, aber war jetzt nicht so wild, deswegen... Aber ich habe es gesagt auf jeden Fall. Ich möchte wechseln und zwar auf Hypno. Ich hoffe nur, Radfratz ist wirklich Gift. Jetzt verstehe ich es. Oberst, die Hand des Unteres ist seine Uhr oder sein Pendel oder was auch immer. Die, Motherfucker, die!
Mit 9 Level höher ist es nicht, ist es wirklich nicht, ist es kein Wunder, wollte ich sagen damit. Obwohl, ich könnte eigentlich auch, dass alle mal drankommen. Radfratz weg, Bisa Knosp. Rankenhieb-Attacke. Nein! Wieso? Wieso ein KP? Ich hasse das Spiel! Du blödes Fickschnitzel! Das ist nicht... Sehr geil. Super geil. Ja, ist es halt. Ja, hast recht, also... Soll ich jetzt lachen, oder was? Nein. Genau, soll ich auch nicht. Hypnofenser. Jetzt aber Hypno. Da muss ich jetzt keine 3 Stunden warten. Ich bin ein harter Brocken. Übrigens, das letzte Mal... Ganz interessant. Das letzte Mal bin ich hier durch... Und hab's, glaube ich, mit einem Pokémon auf einem KP durch die Höhle geschafft. Und alle anderen 5 waren tot. Ich glaube, weil ich auf Level 20 oder so war. Los, Schillerock, jawohl. Level 20 und dann war es hier halt Level 30 sogar. Dann hatte ich halt nicht so viele Chancen. Also, man hatte ich schon, weil ich gewonnen habe. Aber dazu hat sehr viel Safe States und sehr viele erzwungene Crits gebraucht. Oh, Kleinstein, stirb doch weg. Meine Güte. Du bist die Hälfte von meinem Level. Was erwartest du? Okay, Moment, Stimme. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Yay. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du sammelst hier drin Steine. Aquaknarre, verpiss dich. Myraplan. Gegen Pflanze, lass uns Shellock reinschicken. Bad Advice Loni. Ne, den Confusion mal down. Und auf Wiedersehen. Noch ein Volltreffer und effektiv. Und leck mich, Spiel. Du willst mir aber auch die EP in den Arsch schieben. Taubsi, ich möchte wechseln. Pikachu. Das hat sich mir angehört wie ein Stern, die Giraffe, aber okay. Meine Stimme supportet es doch nicht so sehr. Halt. Ruckzuckieb wird schneller sein. Ich will ihn mal ausprobieren. Donnerblitz. Donnerblitz-Attacke. Jetzt habe ich es verkackt. Scheiße. Donnerblitz-Attacke, Pikachu. Danke. So, was ist noch zu sagen? Alle meine Pokémon wurden besiegt! 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 Echo! Echo! Na, egal. Ich will es überhaupt nicht wissen. Was ist denn hier drüben? Da ist ein Schild, das ich gekonnt ignorieren werde. Ein Schild, das ich unbedingt anschauen möchte. Was sagst du mir? Felstunnel Azura City Lavandia. Ach komm, scheiß drauf, ich kämpfe. Natürlich ein Zubat. So. Natürlich habe ich jetzt Hypno nicht mehr vorne. Aber das war ja klar. Du willst wahrscheinlich kämpfen. Meine Pokémon können noch, deswegen machen wir das auch. Ich bin nicht fit. Ja, also fit bin ich auch nicht. Also. Natürlich bist du das nicht. Pfadfinderin möchte kämpfen. Und sie setzt Taubsi ein und ich habe Schillerock vorne. Crit ist gut, möchte ich nicht beschweren. Tauboga, das bringt noch mal extra EP, nicht KP, sondern extra EP. Pikachu, weg damit. Feg deinen Ruckzuckieb, ey, du blödes Scheißteil. Pikachu, fick dich weg, Junge. Ich fühle mich vom vielen Wandern erschöpft. Ich fühle mich, als würde meine Stimme gleich sterben. Pikachu mag mich. Das ist voll cool. Ha 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 ha. Ja, dann nicht. Was schmeißt du uns entgegen? Ich bin so froh, wenn ich ins Pokémon Center komme, diesen Scheiß hinter mir habe. Kleinstein, fick dein Kleinstein. Ich hab hier Shillerock, Junge. Onix, fick dein Onix. Ich hab Shillerock. Mir fällt der Name zweimal hintereinander nicht ein, das ist toll. Ha 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 ha, Hachi. Soll ich jetzt lachen? Nein. Richtig. Was will ich zu dir sagen? Halt mir Klabuzzi. Ich arbeite sehr gerne mit meinen Adlibs. So, dich fick mal auch noch. Ah, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Deswegen hau ich dir jetzt aufs Maul.
Scheiß Natur! Sie ist so schön! Das sind schlagfertige Argumente und das möchte ich überhaupt nicht unterbrechen, ja, und schlecht heißen, wiedersehen, Georock, natürlich, Abgang, du Pisser. Schiller versucht, Panzerschutz zu lernen. Das hört sich sehr erbärmlich an, der Move. Deswegen speichern. Ich probiere es einfach mal aus, es soll vergessen werden. Der Rutenschlag, der bringt sowieso nichts. Und ich wette, dass die Attacke einfach die Defense erhöht. Ich kann wieder klar denken, ja, willst du kämpfen kurz? Moment. Moment, ja. Verteidigung nimmt zu. Ach, nee, brauche ich nicht, komm. Man kann die wissen, ich hab's ausprobiert, aber nee. Hey du, möchtest du meine Pokémon sehen? Nein, nein. Ich wollte einfach mal auf den Beat probieren, das hat glaube ich funktioniert. Irgendwie, ganz komisch. Dragosso. Das hätte ich mir denken können. Habe ich aber nicht. Dragosso ist trotzdem tot. Level 31 haltig. Fleckmon, ich habe Pikachu. Ich möchte wechseln, denn ich habe Pikachu. Los, Pikachu. Hau dieses Ding weg mit deinem Donnerblitz. Donnerblitz, Donnerblitz. Alakazam, Junge. Will Pikachu mal Level 27 werden oder so? Hast du vielleicht Bock, Pikachu? Nein. Ja, dann halt nicht meine Fresse. Liebst du mich? Ja, Pikachu liebt mich. Aber es geht bestimmt noch mehr. Ich mach's so lang, bis die Herzchen fliegen wie bei Pipi. Ich bin eifersüchtig auf Pipi. So. Willkommen in Lavandia übrigens. Willkommen im Pokémon Center. Willkommen, 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 meine Damen und Herren. Was stelle ich jetzt nach vorne? Ich könnte es eigentlich bei Schillock belassen, weil ich weiß ja gar nicht, was jetzt kommt. Ich könnte mal schauen, was es hier noch so gibt. Mr. Fuji ist nicht zu Hause, wohin mag er gegangen sein? Nido! Moment mal, wie heißt du? Achso, der zeigt den Namen nicht an, scheiße. Anton. Anton. Mr. Fuji ist zu Hause, er ist sehr fürsorglich. Kümmert sich um ausgesetzten verwaiste Pokémon. Ja, soll er sich einen scheiß Ehrenorden abholen oder was? Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Uiuiui. Geister spucken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die Team Rocket auf dem Gewissen hat. Lass mich raten, es wird ein Turm mit 20 Stockwerken. Okay. So, nur mal kurz überlegen. Gegen Geist ist effektiv Geist. Ansonsten nichts. Eventuell noch was anderes, aber es wird mir nicht angezeigt in der Tabelle. Es ist wie Käfer, Gift gegenseitig. Es steht ja nicht in der Tabelle drin. Also gegen Psyche war Geist effektiv, aber nicht andersrum, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Mal schauen, was sagt ihr denn noch so? Glaubst du an Geister? Ja. Echt, hätte ich nicht gedacht. Nein. Ha, natürlich nicht. Und diese weiße Hand auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Lol. Hast mir voll Angst gemacht, du Pisser. Kann ich dir behilflich sein? Ja, bitte. Schau dich in Ruhe um. Beleber eventuell mal zwei, drei Stück oder so. Man kann nie wissen. Dann Supertränke. Füll mal auf. 10 Stück. Superbälle eventuell. Mal schauen, was haben wir noch so. Paraheiler. Quatsch. Eisheiler. Nein, Feuerheiler gegen Gift. Der Superschutz. Oh ja. Oh ja, ich will ihn. Ich will ihn so sehr haben. Habe ich endlich nicht mal diesen nervigen Pisser an meiner Backe. 10-mal Superbälle. Jetzt ist noch die... Nein, Moment, jetzt ist noch die Frage, können wir was verkaufen? Pokéball-Karte, Fluchtseil, fossile Bootsticket, Äther, VM, VM, Mondstein. Was bringt Mondstein? Gar nichts. Beleber, Supertrank, Superschutz. Okay. Danke. Danke sehr. Oh, jetzt magst du mich nicht mehr so sehr wie vorher. Oh, Mann. Why, Pikachu? Why? Wer ist denn hier drin? Ach, du bist der Namensdingser, ne? Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Ja, nee, brauche ich nicht. Ich will... Und brauche und ich habe auch keine Namen. Für meine Pokémon? Dragosso. Ich hasse Team Rocket. Dragossos arme Mutter.
Sie konnte Team Rocket einfach nicht entkommen. Das ist so unglaublich scheiße. Eine Karte, ja. Ich hasse Team Rocket auch. Na gut, bis auf Jesse und James, die sind lustig, weil sie Versager sind. Aber das zählt nicht. Was ist hier unten? Was denn hier? Route 12, Norden Lavandia. Will ich hier hin? Ich weiß nicht. Was ist denn hier drüben? Hier ist irgendeine Route, okay. Ach, dann gehen wir auch die als erstes ab. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Deine Mutter! Okay, also kämpfst du mit Pummeluff praktisch. Oh, Pipi, aber das zweite ist dein Pummeluff. Na ja, weg damit, komm das. Ein scheiß Duplex-Sieb kannst du sonst wo hinstecken. Nochmal Pipi, ah, leck mich doch. Leck mir die Arschrosette, Junge. Glutexo, bitte. Burn it down. Das bringt überhaupt nichts. Komm, komm, komm. Sei nicht so gemein zu Pipi. Pipi, lol. Pipi. Hast verstanden? Weil, naja. Urin. Habe ich nicht gesagt. Die Musik hier ist übrigens auch cool. Aber die werden wir später noch lang genug hören. Erstmal machen wir hier die Route. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler.